perdiendo la concentración. Badadada. Hallöchen. Schon wieder eine Herausforderung im Schießen. Mit unserem neu erworbenen Deadeye. Aber selbstverfreilich doch. Haben wir bei... Ja, ach komm, das passt mit denen hier eigentlich, oder? Ja, ja. Echt jetzt? Oh, ich hätte mir beim Wagen was mitnehmen sollen, wa? Also ein bisschen ungünstig zum Jagen. Und überhaupt, was ist denn da schon wieder los? Me? A real gunslinger? Let's find out. Okay. Hey, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Shoot! You beat me, huh? Ugh. Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? All right, let's do it. Aha, that's a good call, well, amigo. Okay, whoever shoots four birds out of the sky first wins. Simple enough? Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Shoot! Oh, man. Stupid, stupid. Ugh. So you can shoot, huh? Here it is, okay? Man of my word. Warum steht eigentlich ablehnen da? Appreciate it. Sure. Better watch out next time. You'll see. Ich verstehe echt nicht, warum ich's von ihm. Just not your day, huh? Yeah, I guess not. Guess I need more practice, huh? Ich stehe einfach drauf, wenn er sagt. Why'd you even bother betting? Okay? Und ich weiß, dafür gibt's keinen Abzug, also alles cool. Er wird uns auch nochmal herausfordern. Geh! Okay? Ich feiere das einfach. Okay, my girl. Ah, South Park-Fan. Idiot. Sie, ihr müsst ja Essay schreiben. Der alte Mann und das Meer. Sie, jeder hat einem Essay geschrieben. Ja, ich habe sogar meinem Essay in Kalifornien geschrieben. Ach ja, okay. Der war für die South Park-Fans. Nehmt's mir nicht übel. So, was mache ich hier draußen? Na, weiter jagen. Und wenn sich der nächste gute Eselhase ergibt, dann werde ich ihn mir auch schnappen. Aber hier ist noch keiner. Wir rüsten schon mal das Warmend aus. Und wenn sich der erste vor meine Flinte macht, geht es weiter mit der Meisterprüfung. Ich mache jetzt in dem Part nicht unbedingt immer eine Ein- und Abblende, so mit dem, ne, dass er hier so runterfährt und, ne? Ist klar. Ich mache einfach einen direkten Cut. Ich drücke einfach nebenbei immer ein bisschen auf Stopp und wenn die Situation da ist, dann zeichne ich wieder auf. Also fällt mir dann halt wesentlich leichter. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich für das Video mit dem... Und es ist kein Rumgejaul. Nur, dass man einen ungefähren Bereich da kriegt. Ja, also in Tage, in Stunden schon bald 1,5 Tage.
Das dauert, bis man alles so zusammen hat. Konzept erstellt, Skript eingesprochen, etc. pp. Und da will man sich dann auch mal erholen. Und deswegen bin ich jetzt hier bei der Meisterjagd ein bisschen fauler mit dem Cut, sag ich mal. Aber solange alles drin ist, spielt das ja letzten Endes keine Rolle. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier... Der hört sich voll gefährlich an, ne? Und dann ist es nur ein Warmend. Stellt euch mal vor, die Luftdruckgewehre auf dem Rummel würden sich so anhören, bevor man dagegen schießt. Ratsch, ratsch! Jetzt aber ein mächtiges Gefühl. Ist das eigentlich legitim, dass die einen kleinen Jungen damit schon haben schießen lassen? Darf man das eigentlich? Oder gibt es da auch eine Altersgrenze? Ich durfte immer schon als kleines Kind mit den Dingern schießen. Wisst ihr, so vom... Okay, den ersten nehmen wir jetzt noch mit. Welcher von beiden ist es denn? Der hier. Na, wo bist du? Brauch eine freie Sicht. Meine Güte, doch nicht den Hintern. Der war nicht gut, glaube ich. Doch. So. Ach, eigentlich hatte ich ja gesagt, ich will das mit dem Hörnchen kombinieren, ne? So, Meisterjäger 1, 2 abgeschlossen, so rum. Nummer 3 folgt. Und die ist ziemlich einfach, das weiß ich noch. So, jetzt müsste ich eigentlich nur mal ganz schnell ein Hörnchen finden. Dann können wir das nämlich auch abarbeiten. Haben wir hier irgendwo Hörnchen in der Nähe? Hörnchen? Also da, wo vermehrt welche vorkommen sollen? Ah. Und von der Flatneck Station aus könnte ich... Ah nee, Quatsch, die hat ja keine... Von der Rick Station aus könnte ich direkt abschicken dann. Ah, vielleicht klappt's ja. Jetzt mache ich zum Beispiel mal den Cut. Einen frischen Hasen hat neu gefunden. It's all about the timing. Der verwiest mich nicht ganz. Ja, siehst du? Er zählt nämlich schon die Aufgabe. Weil der andere wahrscheinlich schon verwiest ist oder so. Ich meine, ganz so lange bin ich jetzt noch gar nicht unterwegs. Aber ich will gar nicht erst wissen, wie der gerade... Und was ich immer ganz toll finde bei der Jagd, ist halt, wenn du denn da hinmachst oder denkst, okay, dann wird's ja auf der Karte... Wird das... Ah, jetzt haben wir... Jetzt, wenn man vom kleinen Teufel redet hier. Und, wie bist du drauf? Nein, mach das mal weg. So, now. Einmal untersuchen bitte. Danke. Und der war auch perfekt, aber Hörnchen ist Kleinwildfall. Jetzt muss es perfekt laufen. Oh, der sieht gut aus, glaube ich. Uiuiuiui. Und? Ja, sehr schön. So muss das laufen. Ich wollte gerade noch sagen, wenn man da hinreitet, wo diese Hörnchen angezeigt werden, was findest du als einzige Teil wirklich nicht in der Gegend? Du findest Pferde, du findest Hasen, Vögel, alles. Die ganze Fauna. Aber keine Hörnchen. Obwohl sie genau auf der Karte eingezeichnet sind. Und dann wollte ich es erzählen. Und was kommt vorbei? Mr. Hörnchen. Ja. Wunderbar. Ach Quatsch, wir haben ja gerade festgestellt, Flatneck geht ja nicht. Bis gleich.
Züge können eine lukrative Einnahmequelle sein. Ja. In einem anderen, unehrlicheren Leben. Mit Sicherheit. Welcome. How do you do? What's fine, sir. Fine. Consider this already en route. Und das Protokoll wurde aktualisiert. Nun. Achso, ich wollte gerade sagen. Muss ich den nicht erst abholen? Aber ja, müssen wir noch. Kommt noch. Was? Hat er echt den Dings? Geil. Guck mal, immer noch einen guten Hasen. Er hat jetzt wirklich den gehäuteten Kadaver hat er dahin geschickt. Der war scheinbar doch noch perfekt. Nix da verwest. Ja, geil. Dann können wir ja einen edlen Hasen mit zum Camp bringen. Ich schau mal, ob Pearson da noch ein paar Felle extra braucht. Und ansonsten könnten wir den auch zur Not beim Trapper abgeben. Weil der braucht auch bestimmt noch ein Hasenfell für ein, zwei Sachen. Ich weiß nicht mehr, ob der Hasenfell aber auch bestimmt safe. Wie gesagt, so. Oh, der ist ja genau neben mir. Das ist ja mehr als perfekt gerade. Hey, Diggi. Welcome back, sir. So, welcome back. Guter Mann. Ich möchte kaufen quasi, um zu wissen, ob du das brauchst. Bekleidungssets. So. Hasenfell, perfekt. Hier, das brauche ich für die Reithandschuhe. Hat sich das also schon direkt erledigt. Hier, bitteschön, guter Mann. Quatsch, warte mal. Wenn ich ihm den Hasenkadaver verkaufe, hat er denn das perfekte Hasenfell oder muss ich den vorher... Ich heute den mal lieber vorher. Jetzt zeige ich ihm meine Skills, Alter. Hier, der Digga. Check mich mal. Check uns aus. Ah, da ist er beeindruckt. Jetzt kriegen wir bestimmt Rabatt bei ihm. Ja, okay, du hast es drauf. Ich mach den halben Preis. Das wäre cool. Aber das wird nicht funktionieren. Right, let's see. Da, 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 da. So. Hey. Zweimal brauchte er und zweimal hatten wir. Können wir ja gleich nochmal durchschauen dann. Wo ist der Kadaver? Hier. 1,75. Also wenn irgendeiner hier mit meinen Federn noch was anfangen kann, dann er wahrscheinlich. Deswegen hauen wir die jetzt mal so raus. Außer Schwungfedern. Und die Adlerfeder, die behalte ich auch. Ich habe die Vögel gar nicht eingesammelt nach dem Schießen. Verdammt. Oh, tut mir leid. Das ist nicht so cool. So many know their way around a needle and thread. It's good business, I'm telling you. Das ist nicht so cool. Meine Güte, ey. Wir haben noch ordentlich was vor hier, ne? Aber ich habe den besten Hut auch schon. Eigentlich brauchen wir die jetzt gar nicht mehr. Aber den hätte ich auch nicht in Zone nie so viel kaufen müssen. Gut. Weiter geht's. Wir haben als nächste Aufgabe doch gehabt, jetzt hier einfach nur Tiere analysieren, oder? Der war doch wieder ein bisschen easy. Fortschritt. Herausforderungen. Meisterjäger. Spüre 10 verschiedene Tierarten mit dem Fernglas auf. Was dabei ein bisschen ungünstig ausgedrückt wurde. Und ich glaube, das ging sehr vielen Leuten so. Ist ja, dass wenn ich denke, okay, aufspüren, alles klar. Man hätte auch einfach schreiben können, nimm die Verfolgung von Tieren mit dem Fernglas auf. Das wäre eindeutiger gewesen, denn sieht man auch, dass da unten der Verfolgen-Button steht und dann hätte man wahrscheinlich wegen diesem Wort automatisch auch da drauf geklickt. Ist hier aber nicht so. Aufspüren heißt für mich, ich nehme mein Fernglas, ich gucke da durch und sobald ich ein Tier habe, fange ich an, das mit R1 zu untersuchen. Hier in dem Fall in der PlayStation-Version.
unsicher jetzt bei der PC-Version, welcher Knopf das wäre, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Ganz normal das Tier untersuchen, sodass er es im Kompendium aufnimmt, falls ihr es noch nie gesehen hat in eurem Durchgang. Und wenn er es schon mal gesehen hat, dann steht er sofort da, was für ein Tier das ist. So, das ist für mich das, was die Aufgabe ausgedrückt hat. Was wir machen sollen, ist aber dann auf Verfolgen drücken, sodass er halt eine Spur ansetzt. Mensch, läuft denn hier irgendwo ein Vogel oder ein Eichhörnchen oder irgendwas schon mal rum? Ich wollte das jetzt wenigstens mal zeigen. Die anderen 9 mache ich dann einfach, oder 8 mache ich dann nochmal und den letzten zeige ich euch dann wieder. Das Prinzip ist ja, denke ich mal, klar. Nur zu Land müssen sie sein und keine Fische halt, ne? Ist irgendwas, was durch die Gegend läuft und eine Spur hinterlassen würde. Was ist denn da? Wer ist das? Wollen wir mal mit unseren Klamotten flexen gehen? Moment. Genau. So. Jetzt können wir hier so Info anzeigen, aber was wir machen sollen, ist Verfolgen drücken. Und das war 1 von 10. Jetzt reiten wir mal darüber, gucken mal ganz kurz, wer das ist. Wenn er nicht so wohlgesonnen ist, dann mache ich schnell die anderen 8 und zeige euch den letzten und dann geht's weiter. Weil es halt, wie gesagt, völlig... Bist du wohl? You ain't got no business being here. I ain't here to cause trouble. Was ist denn da am Start, Meister? Was ist denn nicht da? Was steht denn da auf dem Stein, Mann? Gib mir her, alle, geklaut hat. Du kannst mal rüberkommen in Horseshoe Overlook, da können wir weiterreden. Da ist der Mother F, lünscht ihn! Hafer wäre wahrscheinlich völlig fassungslos. Oh fuck, du bist ja wirklich gekommen. Ja? Oh scheiße. Neue verstärkte Ausrüstung. Ja, alles klar, der hat gezählt. Müsste jedenfalls. Sonst würde er mir jetzt nicht mit der verstärkten Ausrüstung da anzeigen, oder? Ja, wollte Gott sagen. Gut. Es folgen Grizzlies oder Schwarzbären. Rufe 5 Tiere und dann... Achso, nee, Quatsch. Erstmal kommt das Ding, ja genau. Und dann kommt, glaube ich, Grizzlies oder so. 5 Tiere und dann erlegen. Also vorher pfeifen, dass die den Kopf rausstrecken. Können wir ja gleich mal ein zum Besten geben hier. Ja... Hat er den jetzt eingesetzt oder nicht? Ja, ich glaube, da waren vorher auch schon 2, oder? Ja, das sieht mir eher aus, als hätte er was eingesetzt. Achso, Quatsch, da kann ich mir einstecken. Hier geht es ja nur um die perfekten Abschüsse. Also jetzt nicht perfektes Fell oder sowas. Das geht dann dementsprechend einigermaßen schnell, wenn man will. Und da man alles Mögliche rufen kann. Ah, drüben steht schon der nächste Kandidat. Wait here, girl. Ich muss mal kurz was trinken, ey. Auch ist hier wieder hoffentlich dasselbe Prinzip, dass er es mir wieder mal nicht anzeigt, sondern nur beim ersten und dann
Eigentlich wieder erst beim letzten, vielleicht nochmal beim dritten zwischendurch. Wenn das eine längere Zeit lang her ist, dann zeigt er eigentlich auch jeden, glaube ich, an. Wenn er das allerdings so schnell hintereinander macht, wie ich jetzt hier. Ja, 2 von 5, hat gezählt. Bringe ich schnell zum Lager und dann geht es weiter. Wir schmeißen nichts weg, hier wird nichts verschwendet. War der, ja, der war nur gut. Okay, den bringen wir mal zum Lager. Von allen Seiten werde ich gemorningt. Hey. So wird gejagt. Wartet mal. Ich will hier ein bisschen Onage kriegen, wenn ich durchs Camp laufe. Nee, den, nicht den Eselhasen. Stellen wir uns halt auf die Seite. Denn es ist eindeutig, was ich haben will. Ah, zieht's euch rein. Ja, toll. You mean I could be the person on the wanted Hello, post? Hello, Mr. Morgan. There's a dream for you, boy. You'd be famous. You mean folks might want to lynch me because of who I am? And not just because I'm an uppity darky. Share paradise for you, kid. I can hardly wait. What a joy that'll be. What a proud black boy I'll be. You two laughing at me? Us? Never. Perish the thought. What about you, Bill? You ever want to run your own bunch? One day. One day, folk will take orders from me. And trust me, it won't be no laughing matter. No, definitely not. Now, let me tell you, if you were my boss, I'd never laugh again. Not a word of a lie. Never again. It wouldn't be a laughing matter. Excuse me, Bill. Wer ihn nur geschuggelt hat, ne? Okay, naja, hat sich doch mal gelohnt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Pearson. All right, let's see what we got. Den muss ich erst noch häuten wieder. Ach, hier, ess den einfach so, fertig. Was? Eichhörnchenkadaver ist schlecht. Das kann auch raus. Und hier. Good job, Arthur. This'll help the stew. Ja, groß wird Fleisch, ist gut für den Eintopf. This is going in the pot. So, hau mal, hier machen uns einen schönen Eintopf diesmal. Mach uns einen guten Eintopf. Dann wollen wir mal das letzte Tier. Nee, Quatsch, jetzt haben wir. Quatsch, dann haben wir ja schon. So. Yep. 3 weitere Tiere auflocken und abknallen. Müsste Nummer 4 gewesen sein. Wir schauen gleich mal. Jo. Okay, gleich noch Nummer 5. Okay, ich finde im Augenblick irgendwie keinen Hasen mehr, also ich will jetzt hier auch mal ein bisschen vorankommen. Nein, meine Deckung.
Er hat zwar nicht geguckt, aber ich dachte mir schon, wenn ich jetzt einfach schieße, nachdem ich gepfiffen habe, wird doch trotzdem zählen, oder? Ich habe ja den angepfiffen, also. Passt schon. Heute 3 Schwarz- oder Grizzlybären. Ich sagte ja, irgendwann kommt diese Aufgabe. Ja, gut, weiter geht's. Einmal Essen abgeben wieder. Einmal wieder für den Flex. Okay, Mr. Pearson. What kind of hellblue got all that blood on you, Arthur? Wollte der die Suppe fallen lässt. Ja, lasst euch das mal alles schön schmecken. Ja, das, was du jetzt isst, das ist schon von mir. Mit den besten Grüßen. Deswegen sage ich ja für den Flex, ich will meinen Respekt vom Camp haben. Ich will, dass sie sehen, was ich getan okay, habe. Let's take a look. Good job, Mr. Morgan. Mr. Morgan? Karen. Take it easy on the bottle today. Who are you, my pa? Vielleicht. Mrs. Ed. You gonna sit down instead of pacing about the place? Spot here for you if you want. Wenn mir sonst nicht die Gelegenheit. Ich sage euch das. Red Dead Redemption 3. Arthur wird auf dem Wapiti Indianer Reservat Friedhof wiederbelebt. Mit Mächten. Und dann geht los. Bonnie und Clyde. Da sitzen sie. Das richtige Gespann. Nicht die beiden aus dem GTA 6 Trailer. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber das wäre cooler gewesen. Warum muss er sich von fremden Männern nur in den Mund husten lassen? So, und was Eddie mir eh wieder sagt, dass ein Albtraum ist? Arthur? Wir haben lange genug gewartet. Hat er gerade getanzt? Tanzt er dazu? Also hat er gerade so eine Bewegung gemacht, meine ich? Also so dumm, dumm. Boah, jetzt hier. Nicht, dass die Schallplatte noch anfängt zu leiern. Yeah. Dann gib mal was her hier von meinem leckeren Eintopf. Haut ab da, ihr. Hey there. Hattest du schon eine Portion, oder? Na gut, geh mal. So, nun überprüfen wir mal auch, ob er Teller und den Rest. Hallöchen. Mann, Lenny. Setzen. Und stellst du danach fein säuberlich auf den Tisch oder schmeißt du es wieder weg? Na endlich. So. Ja. Mit Ordnung und Anstand hier. Guck mal, Jose hat einen flattern lassen. Hat er genau gesehen. Haben wir genau gesehen, du Lümmel. Hey. Hast du einen flattern lassen, oder was? Mann, warum sagt Arthur nicht? Okay? Der hätten sie ruhig mit einbauen können, wenn wir die Leute in flagranti beim Pupsen erwischen.
You all right, girl? Good. Hey there. Evening. Aber Spaß. Wir grüßen natürlich. Hello, ladies. Erstmal nur so cringe gucken. So, zieht euch mal unten rein da, was das gebracht hat, schön. Meinen geilen Eintopf. Sieht sehr gut aus. Jetzt ist Power Hour. Ja. Los, wir schnappen uns ein paar Bären. Ich hoffe jedenfalls, dass wir das tun. Ich werde überfallen. Geil. Ich weiß, das Pferd, aber hey, ich wollte auch mal ein bisschen Action hier. Schön ein auf die Lampe. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das böse O'Driscoll-Pferd war. Das berühmt-berüchtigte böse O'Driscoll-Pferd. Das hat früher Micah gehört und der hat das an die O'Driscolls verkauft. Und das war Quatsch. Bitte nicht ernst nehmen. Yep. Huch, dann bin ich nochmal aus Versehen drüber geritten. Mensch. Jetzt gucken wir uns das Desaster natürlich trotzdem mal kurz an. Und die Lampe brennt noch, oder was? Ah ja, aber macht Sinn. Eieieiei. Eieiei. Das ist ja nicht so schön. Wo ist denn der? Achso, die können wir auch nicht mehr abplündern, wenn die abgebrannt sind, ne? Irgendwie war das doch so. Ich verbrenne für normal keine Sachen in diesem Game. Ach, da liegt ja noch eine. Stimmt, da waren vier. Kommen Sie her. Bitte, lassen Sie sich plündern. Bitte, 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 Sir, lassen Sie sich plündern. Sir, bitte. So, ich bin in der Nähe, aber noch nicht ganz da. Ja. There we go. Dann machen wir mal ruhige Übergänge, wenn ich schon nicht so richtig Lust habe, heute zu cutten, dann. Hinter diesem Busch habe ich einen der berühmt-berüchtigten Glühfische entdeckt. Nee, ich bin drauf zugeritten und habe mich gefragt, was ist das denn schon wieder? Ja. Witzig, ne? Und ich habe mich noch gefragt, steht hier für gewöhnlich eine Laterne? Nee, eigentlich auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Ich bin jetzt einfach nur von der letzten Situation mit dem Abknallen. Die Brücke ist jetzt nicht so weit weg. Die ist hier vorne gleich. Um die Ecke geritten. Und da hängt einfach mal eine Laterne mitten in der Luft. Also seit ich die eine zerschossen habe, sind die Laternen hier komplett verrückt geworden. Komplett durchgedreht. Das ist ja völlig irre. Bis gleich dann bei den Bären. Uiuiui, der KKK ist hier mit einer der Zufallsbegegnungen. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ich kenne die von anderen. Use your legs, that's what you have them for Pete's sake. Don't put your hands higher and push. Come on, come on, show me something. You better not drop it. You better not. Come on, you pair of cream pies. Do you want this rally to happen or not? Ach. Mann, bin ich blöd. Ich hatte hier was geändert und das muss unbedingt wieder dahin, wo es vorher war. Well, shit. Guess they got what was coming. Corruption personified. I will cut you down. Wir werden den zum Glück
Ich wollte es dann noch ändern und wieder so hinschieben, wie es vorher war. Und dann, wenn ich dann draufklicke, wird es in dem Moment ja trotzdem nochmal, ja, also das Fenster, den Szenenwechsel mache ich ja dann in dem Moment halt auch, ne? Gut. Ist aber nicht so schlimm, weil wir das Thema mit dem, was ist das für ein, ich kann ausrasten. Es ist zum Glück immer nur kurz da und ich kann das dann möglichst schnell wieder unterbinden. Ach, was soll die Rechtfertigung? Ich werde mich beschweren, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu krass, aber in der Aufnahme zum Beispiel jetzt auch mit dem Bigfoot und so ist es mir auch aufgefallen. Da wart auch wieder mit drin, ganz kleines Stückchen nur. Aber bei dem Besuch, bei der Höhle, da ist es leicht zu hören. Und das nervt. Da kannst du einstellen, was du willst, das kriege ich nicht weg. Das muss an der Capture-Card liegen, schätze ich mal. Gut. Dem wird demnächst auf jeden Fall, denke ich mal, dann auch nochmal auf den Grund gegangen, wenn ich dann die Zeit mal irgendwann für alles finde, was ich so vorhabe. Aber jetzt suchen wir uns erstmal einen Bären. Das Thema werden wir mit KKK alle in einem Video behandeln und das mal kurz zusammenfassen. Aber das habe ich sogar schon gesagt gehabt. Genau, ich habe gesagt gehabt, den Schund werden wir dann abarbeiten und dann ist gut. Yep. Sind wir doch gar nicht mehr so weit weg, oder? Wollte gerade sagen. Dann schaue ich mal, dass ich einen finde. Ich habe einen gefunden. Easy, easy. Nee, ist aber nicht perfekt. Naja, gut, ihr wisst ja, wie das aussieht. Die wollen wir ja verarschen hier, oder was? Das ist dieselbe Brücke. Ich bin nach Strawberry, weil sich da nichts Neues ergeben hat, weil, ja, keine Ahnung, ich muss mal aus der Area weg und der Bärenkadaver, glaube ich, ist immer besser, wenn er wieder weg ist, damit ein neuer kommt, geht, glaube ich, schneller. Ich habe sogar Köder gelegt, kam nichts. Und jetzt sind die hier wieder auf der Brücke. Lebt der da dran noch oder nicht? Nee. Na super, jetzt meine Großtarnung abgeklungen. Ihr Bastarde. Aber original, dieselbe Brücke. Ich denke gerade noch so, ah ja geil. Wenigstens komme ich jetzt hier safe drüber, weil das Ding ist ja erledigt. Boing, stehen sie da wieder. Hey, stopp mal, du. Hä? I don't get it. Und ich habe nicht neu geladen. Was man zum Glück daran erkennen kann, dass ich ein Grizzly schon drin haben sollte. Und danach bin ich ja erst rübergeritten, also I really don't get it. Ja. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Oder das ist irgend so eine Geisterbande hier, das sind Geisterbande. So. Ja. Dann machen wir uns mal rüber. Ich guck mal, ob ich einen zweiten Grizzly kriege und dann einen dritten und dann werde ich den Part erstmal wieder beenden. Da das ja dann doch schon ein bisschen zeitintensiv ist. Ja. Gut, ne? Bis gleich. Er ist wieder da. Grand Theft Horse wird er auch genannt. Wegen GTA und dem Autoclown wird er wegen dem Pferdediebstahl Grand Theft Horse tatsächlich genannt. A horse died and I'm stuck here. You gotta help me, mister. Sorry, partner. Good luck. Come on, mister. It won't take long. I told you I can't.
haces por nada, cabrón. Are you following me? Das ist einer, wa? Jetzt können wir nur noch zielen. Er steht hier mitten im Wald. Und macht auf so, ja, ja, sorry, sorry. Aber so kann man es auch machen. So einfach kann man es auch machen. Einfach mal ein bisschen so, nö, nö. Ihr seht, es gibt auch keinen Ehreabzug, weil Arthur genau den Braten riecht. So ist das. So, ich werde jetzt hier nochmal einen starken Köder auslegen. Und wenn jetzt hier nicht gleich einer kommt, muss ich leider auch von meiner Zeit her das Ding hier bald beenden. Aber einen werden wir wohl noch kriegen, oder? Komm, einen machen wir noch. Wir sind hier mitten im bärigen Gebiet. Ich habe extra die Musik runtergefahren, damit ich die hören kann, wenn sich dann mal einer ergeben sollte. Ja, nee. Na, wunderbar. Oh, da wunderbar. Besser geht's doch gar nicht. War das cool oder war das cool? Direkt vor die Füße gefallen. So. Geil, kann ich den Part beenden. Die haben mich gehört, Alter. Es darf auch mal laufen. Den kann ich nicht häuten, oder was? Was ist hier schon wieder los? Lass mich diesen Grizzly jetzt häuten, verdammt. Die nächste Stufe. Da kommt sie auf mich zugelaufen in doppelter Portion. Ist das geil, Alter? Ein Bärenfell auf gut. Na, siehst du, hat sich doch gelohnt, dass wir das andere da liegen lassen haben. Ich habe mir sowieso gedacht, naja, komm, ich kann eh nur eins mitnehmen. Ich werde jetzt nicht jedes Mal zum Lager zurück. Weil die Fälle ja dann doch ein bisschen größer ausfallen. Außer er hier ist auf perfekt, aber glaube ich nicht. Gut. Nummer 3. Bei der nächsten Stufe bin ich mir gerade unsicher. Werden wir ja gleich lesen. So, hier muss ja nicht die ganze Zeit im Bild sein. Kriegen einige wieder den Drehwurm. Schlecht. 3 von 3? Gut. So. 5 Pumas mit dem Bogen und heute sie. Hm. Also wir haben streng genommen schon einen gemacht gehabt, oder? Den habe ich dann, aber naja gut, den habe ich dann mit dem Messer nachgetötet. Das zählt nicht ganz, glaube ich. Aber ist nicht so schlimm. Wir hören jetzt nochmal ins Lager kurz rein. Die Stunde ist noch nicht ganz voll. Ob wir dann noch den einen oder anderen Spruch reingedrückt kriegen, was für ein krass endcooler Bärenkiller wir denn sind. Sag mal. Das ist aber nicht schön. Und der Trapper, dieses ganze Herstellen, das werden wir mal machen, wenn da ein paar Stufen mehr sind irgendwie so. Ich werde jetzt nicht immer einzeln wegen einer Sache. Das ist immer so ein ständiges Hin und Her. Ich mache das fertig und irgendwann hole ich mir mal wieder eine schöne Portion was von den Sachen ab, die wir holen können. Aber jedes Mal hin und her eiern auf keinen Fall. Das dauert mir viel zu lange. Ihr kennt das selber. Alleine diese Schnellreise, das ist ja dann schon immer, wenn man das dann aufnimmt, das ist so viel, das kommt einem dann unglaublich lang vor. Und ich will das Spiel auch irgendwo noch genießen können. Und das passiert nicht, wenn ich die ganze Zeit hin und her reite und auf komplett eins nach dem anderen jedes Mal und Stratege und das dann immer noch alles aufnehmen und euch präsentieren und dabei noch interessant aussehen lassen, sodass man sich das weiter angucken will. Naja, ja. Dann wird es ein bisschen zu viel des Guten. Wir nehmen es ja mit. Aber etappenweise. So, dass sich halt auch lohnt. Nicht wegen einer Tasche dann jedes Mal dahin oder was weiß ich. Also Tasche bei ihm ja jetzt nicht, aber... Hello, nicht beim Trapper. Schon klar. Hello, Bill.
Sagen Sie hier auch irgendwas? Schmeiß ich Dutch direkt ins Zelt. Hey, Arthur. Karen. Keeping out of mischief? Yes, unfortunately. Ich wollte sagen, was ist das für ein Wassergeräusch hier auf einmal? Hosea hier wieder abends. Säuft er vom Waschwasser, wa? Ah, das knallt. Schön aus dem Bottich gesoffen, ja? Haben wir alle gesehen hier. Vorhin hast du gepupst. Haben wir auch alle gesehen. So, dann gehen wir mal rein da. Just make sure it goes into the pot, not your pocket. Dann sieht das doch wieder tipptopp aus hier. Verbesserung. Oh, Mr. Morgan. I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. Also Waschbär habe ich schon nebenbei so reingedrückt gehabt. Hirschbockfell. Drei Hasenfälle. Noch ein... Ach nee, das ist wieder oben. Noch ein... Nochmal alle vorlesen. Afes Unterkunft. Muss mal schnell schauen, wo wir eventuell schon was haben. Na bitte. Hey, die erste Lagerverbesserung. Und die nächste. Boy Scouts will be very pleased. Zwei. Einfach abgegeben, irgendwann wird schon was dabei sein halt, ne? Ansonsten machen wir es halt zur Kohle. Ich meine, du kannst nicht falsch machen halt so. Wenn wir es brauchen, behält er es. Wenn wir es nicht brauchen, verkauft er es. Oder setzt es in... Setzt es in Wert um. Ach, das wird wunderbar, Leute. Das wird wunderbar. Das mit dem Zeitung lesen, es ist ja jetzt die nächste Zeitung, dürfte jetzt rausgekommen sein. Irgendwo müssen wir uns eine holen, können wir uns eine holen. Das werde ich dann alles in einem Stück vorlesen, allerdings nicht so langweilig, dass wir dabei auf die Zeitung gucken. Da habe ich mir was überlegt, das wird auch eine gute Folge. Die wird dann allerdings wahrscheinlich, weil sie auch ein bisschen aufwendiger von der Gestaltung her wird, eine Mystery-Folge oder sowas ersetzen. Ich muss mal gucken. Ja, nein, vielleicht. Ich will es nicht so direkt klar machen. Dann die Enttäuschung steht euch jetzt schon im Gesicht. Ich höre es bis hier. Ich höre es. Durch den YouTube-Kanal durch. Höre ich es hier in der Vergangenheit sozusagen. Weil ihr euch das ja später anguckt. So. Nein, mal sehen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen intensiver und ihr müsst halt immer noch bedenken, ich verdiene hiermit noch kein Geld. Ich habe noch nicht mal den Antrag darauf gestellt, dass ich damit Geld verdienen könnte. Selbst wenn ich wollte. Keine Ahnung. Wir halten mal die schön die Pferde still, ne? So. Was das betrifft. Eins nach dem anderen. Und der Kanal entwickelt sich ja auch gut. Und das freut mich auch alles. Aber ich habe halt auch noch einen echten Job und ein echtes Leben. Und ich muss halt auch gucken, wie ich meine Zeit so einteile, ne? Und so eine Sachen wie mit dem Bigfoot-Video, die dauern dann halt schon ein bisschen so. Und ein bisschen was von seinem Privatleben will man ja auch genießen, ne? Deswegen verzeiht, wenn da mal irgendwo mal was ausbleibt oder mal ein paar Tage später kommt. Habt Rücksicht, bitte. Es werden weitere Sachen kommen. Nur nicht vielleicht immer direkt pünktlich am Sonntag. Das macht Sascha auch nicht. Also. Yo. Und ich meine, von der Größenordnung würde ich sagen, das ist ja so ein Kanal, mit dem können wir uns hier schon... Ja, Spaß muss sein. Also, kriegen wir hier auch nochmal was Vernünftiges? Ihr seid ja alle nur am Pennen, ne? Dann geh ich mal schnell ins Bett. Ich ruhe mir auch mal eine Runde aus. Ja, die Stunde haben wir gerade eben überschritten. 5 Minuten, komm, wir hängen noch was dran hinten. Auf einen frischen Dialog jetzt hier. Mach schnell noch einen Schläferig. Zack, zack, einmal bis zum Mittag bitte. Können wir noch was essen? Wenn wir Glück haben, obwohl eher nicht. Ich meine, die Restwirkung von meinem letzten Eintopf steckt ja noch. Wir waren noch nicht mal auf Toilette. Meine Güte. Ja, mal sehen. Ach ja, wie gesagt, ich habe die Musik ausgemacht, damit die Grizzlies auch besser höre. Das lässt sich besser einordnen. Ja, während ich das geschnitten habe, übrigens, weil wir gerade beim Thema waren, weil ich gerade beim Thema war, während ich das geschnitten habe,
da habe ich ja dann auch nochmal einen Teil von dem Bigfoot Easter Egg aus GTA 5 mit reingepackt. Und wer meint, dass das hier leicht sein könnte, vielleicht irgendwie, und Isabu ist nicht drin oder so, das könnte auch mega tricky die Nummer noch sein halt so, weil jeder, der verstehen will, warum das so kompliziert sein kann, der muss sich nur einmal das Easter Egg angucken mit Bigfoot versus Teen Wolf von GTA 5. Wie das funktioniert und was man dafür machen muss und wie das Leute irgendwann mal rausbekommen haben, und das ist der Wahnsinn. Das ist, du kannst kein Easter Egg hier drinne bisher damit vergleichen, würde ich sagen, das so aufwendig ist, wo man so viel Zeit dann auch investieren muss, damit es dann am Ende irgendwie klappt. Also es ist zwar immer irgendwie ein und derselbe Ablauf, aber das so weit durchgezogen zu haben und dann zu merken, ey, es kommt ja tatsächlich auch nochmal irgendwann was anderes. Also, es ist riesig, wenn Leute sowas rauskriegen. Ja? Da ist ja meine ganz große Hoffnung irgendwann bei Red Dead Redemption 3 mit euch allen zusammen. Und jetzt hören wir nochmal rein, ob irgendwas kommt. Ich lasse jetzt die letzten bis eine Minute fünf lasse ich laufen, wenn da nichts kommt, denn... Schnauze. Get lost, Bill. Half shit. The hell was that? The kid's got no respect. It's you's lacking respect, far as I can see. Anyway, I won't disturb you. Ach, das ist doch kein guter Abgang. Digga, wer würde sich nach so einer Ansage so verabschieden? Das ist auch mal eine Frage an die Programmierer und Entwickler. Wer würde sich denn nach so einem Streitgespräch so... Das haben wir schon gehört, alles gut. Da unten stand Flicken, nicht das andere Wort. Ja, Spaß muss sein. Ey, Bill wird mir ja immer unsympathischer. Desto mehr ich hier rumhänge und immer wieder vorbeikomme, desto mehr kleine Situationen bekomme ich. Also es lohnt sich schon, nach dem Jagen immer mal eine kleine Runde vorbeizukommen. Kriegst immer mal wieder noch einen neuen Dialog. Vielleicht musst du dafür nochmal schlafen gehen, aber... So. Ach, keine Ahnung, er hat bloß irgendwas gemacht und dann... Hallo, Arthur. There he is. Ja, Anke gibt nun wirklich nicht unbedingt eins am besten. Bisschen... Wo ist denn der Rest hier? Strauß? Haut der eigentlich mal irgendwas raus? How are you, Mr. Morgan? Hey, Strauss. Why are you looking so shifty? I'm not. Okay. Guess we'll find out. All right, Mr. Morgan. Nee, was das hier ist, würde ich gerne wissen. Was soll das sein? Ich kann nicht so richtig zuordnen, was das sein soll. Soll das ein Aschenbecher sein oder was? Irgendwie nicht, oder? Ich weiß nicht, sieht. Das Ding hat noch nie geachtet. Ja, meine ganzen Tonika und so einstecken, das kann ich machen, wenn ich nicht aufzeichne. Das ist ja nur Blödsinn. Hi Arthur, come here a minute. Ich war schon im Magnetstrahl von ihr gefangen. Ah, Mr. Morgan. Susan! Susan! Alte Hütte! Jetzt können wir Bill nochmal beleidigen. Who left this idiot here? Don't you test me, Morgan. Calm down.
You're not funny. Na, du auch nicht. Boah, jetzt haben wir ja alles voll. Nach dem Schlafen. So, Freunde. Den muss ich mal unbedingt so drüber speichern jetzt auf jeden Fall. Das ist ein super Start nächstes Mal. Wenn er den so beibehält, was er ja eigentlich meistens macht, dann sollten wir den so abspeichern. Auf jeden Fall. Jo. Dann werden wir uns in der nächsten Runde mit ein paar Panthern rumschlagen und einem Pfeil und einem Bogen. Dafür werde ich mir erstmal noch ein paar Verbesserte herstellen, damit es auch richtig knallt im Kopf. Und dann werden wir uns da mal ransetzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Lasst gerne ein Like da, fühlt euch frei und schreibt rein, Topfkrise, wenn ihr bis hier geguckt habt. Okay, cool. Ja, das hat mir bei Jay Riddle abgeguckt. Der haut so eine Dinger am Ende raus. Ich muss mehr Call to Actions machen, damit ihr den Algorithmus mit den Kommentaren hier füttert. Das ist wichtig. Das ist der erste Schritt. Wenn das läuft, dann können wir mal darüber überlegen, ob ich eine Monetarisierung einreiche. Da sitzt er ja wieder, der kleine. Und dann können wir damit irgendwann hier Geld verdienen und dann kann ich mehr Videos für euch machen. Tired old Yankee dreamer in a world I no longer understand. That's so. I am starting to think so. I am starting to fear so. All right, well, I should be getting on. Okay, Arthur. Yeah. Jetzt haben wir doch nochmal die Antwort von Arthur gekriegt. Vorhin hatte ich ein Heubein in der Hand. Da ging es dann wieder nicht. Das hat irgendwie zum Blocken geführt. Also ist ein bisschen ungünstig. Am besten macht ihr das mit dem Heu immer mitten in der Nacht, wenn alle am Schlafen sind. Dann verpasst ihr keine Dialoge. Ja, gut. Scheint mir am sinnvollsten dann zu sein. Gespeichert habe ich eben gerade. Dann werde ich jetzt hier an der Stelle auch beenden, bevor die wieder mit neuen Dialogen anfangen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, habt noch ein bisschen Spaß beim Spielen, bis zur nächsten Folge und ich sage ciao ciao mit Gyros TV.